Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meiner Berichterstattung über die Eisenbahnromantik Sonderfahrt in meine Heimat Sachsen. Und die erste Überraschung war bereits in Rommelshausen, dort wo der Zug extra für mich gehalten hat. Da bin ich natürlich sehr stolz drauf und völlig überrascht war ich, als der Musikverein Stetten ein Ständchen begonnen hat. Das war großartig. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für diese gelungene Überraschung. Der Musikverein Stetten hat mir ein kleines Ständchen gebracht, obwohl die Aufenthaltszeit des Zuges nur nicht einmal 5 Minuten war. Wenn ich wieder komme, kehre ich ein, mein Schatz, bei dir. Aber jetzt geht es erst einmal Richtung Nürnberg. Und in der fränkischen Metropole werden die Loks gewechselt. Die 010 228 verlässt uns. Sie kommt am Sonntag wieder zurück. Und es übernimmt 01 1104. Die Maschine, die von der Familie Nicklich und von vielen anderen Eisenbahnfreunden in einer wirklich jahrzehntelangen Arbeit wieder aufgearbeitet worden ist. Eine grandiose Leistung. Es ist das erste Mal, dass ich diese Lok in diesem Zustand, also im fahrbereiten Zustand, wiedersehe. Und ich muss eines sagen, ich freue mich unwahrscheinlich, dass ich bei dieser Ausfahrt mit dabei sein kann. Auch für das Lokpersonal ist diese Fahrt etwas Besonderes. Ja, eigentlich ist es schon ein Highlight jetzt auch für uns, weil man natürlich so ein bisschen in Erinnerung an die Zeiten 85, wo wir so klein waren, also ich, mein Bruder so klein war wie mein Leonard heute, wo man mit den 010ern, 1100, 1066 ab Nürnberg ins Pegnitztal, ist ja ein Highlight, ne, durch die Tunnel, über die Brücken und dann auch Richtung Osten über den Gölschtal-Viadukt, größtes Ziegelbauwerk, größte Ziegelbrücke der Welt. Das sind schon echte Highlights und wir erschließen jetzt auch so ein bisschen wieder einen Bereich mit der Lok zum ersten Mal, wo wir bisher noch nicht waren. Also es ist schon wunderbar, eine ganz tolle Fahrt. Auch eine der wenigen Fahrten, wo es wirklich eigentlich zentral um die Dampflok geht, weil wir sonst ja auch viel, sag mal, kommerzielle Fahrten eher haben, ne, wo die Leute das Ziel erreichen wollen, aber eigentlich sekundär ist, was vorne fährt. Also heute ist schon was Besonderes. Wir haben uns auch viel Mühe gegeben beim Putzen. Extra für dich, Tag. Vielen Dank. Das ist das allererste Mal, dass eine Lokomotive extra für mich geputzt worden ist. Welche Ehre. Pünktlich auf die Minute verlässt unser Zug Nürnberg. Nächster Zusteigehalt ist Hersbruck und die Fahrt dorthin dauert nicht sonderlich lange. Und sogar die Sonne hat sich hervorgewagt. Ja, es ist schon ein Genuss, den man sich nicht entgehen lassen soll. Die Dampflok-Einfahrt in Hersbruck mit 01 1104. Als Berichterstatter bleiben mir eigentlich nur 2 Worte. Wie schön! Ja, wir fahren durchs Pegnitztal. Eine landschaftlich sehr schöne Strecke mit insgesamt 7 Tunnels und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Brücken. Ich glaube, 22 Brücken haben wir das Pegnitztal überquerend und es ist einfach toll, ja, da mit dem
einen Dampfzug durchzufahren. Sehr gut. Da kann man dem Chef der IGE Erlebnisreisen wirklich nicht widersprechen. Dieses ganze Pegnitztal ist von Anfang bis Ende ein Genuss. Es kann nur noch getoppt werden durch eine Einfahrt mit der 011104 in Kirchenlaibach. Während die einen die Einfahrt ins Bild setzen, bleiben die anderen gleich im Zug sitzen. Denn es gibt zwei ganz wichtige Wagen, den Barwagen und den Speisewagen. Die Stimmung im Zug ist blendend, aber draußen brauen sich dunkle Wolken zusammen. Wir stehen in Neumarkt, Sachsen, außerplanmäßiger Halt wegen Personen im Gleis. Bei der Durchsicht der Dampflok, routinemäßige Kontrolle der Lager, wurde festgestellt, dass die Vorläuferachse 2 eine massive Erwärmung aufweist und Verdacht auf ein ausgelaufenes Achslager hat. Und somit muss die 01 jetzt hier vom Zug, geht zur Länderbahn, die glücklicherweise hier ihre Werkstatt hat. Und wir warten hier auf die E77, die 10 Kilometer entfernt in Werdau bereits steht und dort unseren Zug übernommen hätte. Eine Altbau-E-Lok von 1925 mit dem Kosenamen Stangenelli. Die E77 war für den Personenzug- und Güterzugdienst jahrzehntelang im Einsatz, aber wirklich erfolgreich war sie nicht. Die E77 wurde 1966 ausgemustert, allein die E7710 blieb als Museumslokomotive, die im BW Dresden-Altstadt stationiert ist, betriebsfähig erhalten. Mit ihrer Höchstgeschwindigkeit von 65 Kilometern pro Stunde zieht uns die Stangenlok nach Dresden. Mit einem Blick auf meine Geburtsstadt Zwickau, umrahmt von schönen Wetterwolken, soll der Bericht über den ersten Tag unserer Sonderfahrt enden. Bis denn und tschüss.